Du merkst es gar nicht, wie schnell deine Laune den Bach runtergeht. Und du denkst dir und fragst dich, warum habe ich heute wieder nichts geschafft? Obwohl ich so gut drauf war in der Früh. Ich war energievoll. Bam, ich hätte alles dafür, jetzt alles verbrannt. Nur für meine Folge. Hallo Mensch, danke, dass du unsere Videos anschaust. Abonnieren und Glocke einschalten, damit du nie wieder was verpasst. If you had production! Das Leben ist wie eine Achterbahn. Mal geht es hoch. Und mal sehr tief runter. Nun, bevor wir mit Energievampire loslegen, gibt's eine Sache, die ich gerne ansprechen würde. Herr Kameramann, könntest du mir kurz folgen? Wie würde es für dich ausschauen, wenn ich hier stehe und du siehst mich von unten? Man sieht den Weg gar nicht, wie ich es bisher geschafft habe. Man sieht ihn nicht. Okay, man sieht nur den Erfolg, okay? Und andere würden sich denken, das will ich auch schaffen. Was ist dann so schlimm? Aber kein Mensch hat da eine Ahnung, wie es hier hinten ausgeschaut hat. Was für Steine du erklommen hast. Was für Bäume, die dich gestoppt haben. Ja? Wie eng es war, wie gefährlich es war, wie hoch es ging, wie tief es ging. Jeder sieht nur, dass du hier stehst, hier neben dem Kreuz. Hier. Wer sagt... Hätte ich auch geschafft. Leicht. Kann ich auch. Hoffentlich verstehst du, was ich meine. Kommen wir jetzt zu den Energievampiren. Energievampire, ihr kennt sie alle. Alle kennen einen Energievampir. Du hast sie bestimmt unter deinen Freunden oder unter deiner Familie. 100%, da bin ich mir ganz sicher. Jeder kennt so einen. Was ist aber ein Energievampir? Woran erkennt man ihn? Ich erzähle euch eine Geschichte. Ich hatte einen Freund, mit dem habe ich zum Glück keinen Kontakt mehr. Er war eine wirklich sehr, sehr große Lektion für mich. Er kam immer zu mir, wenn es Probleme gab. Weißt du, ich habe mir gedacht am Anfang, hey cool, ich kann ihm helfen, ich kann ihm zuhören, ich kann ihm Lösungen forschen. Es war krass für mich, so ein schönes Gefühl. Und nach der Zeit fiel mir ein, warte mal, er kommt nur zu mir, wenn er was braucht. Er kommt nur zu mir, wenn er Probleme hat. Ich habe mich gefragt, habe ich eigentlich einen Wert in seinen Augen? Oder braucht er mich nur für ihn selber, also nur für seine Probleme quasi? Was würde es sein, wenn ich sage, okay, ich habe ein Problem, ich brauche dich mal. Würde er dann auch für mich da sein? Das ist eine Frage in dieser Zeit, wisst ihr? Naja, es geht einfach darum, nimm dir einen Tag, ja? Du stehst auf, okay? Du fühlst dich Bombe, ja? Du sagst, oh, heute ist mein Tag, heute werde ich alles zerfetzen. Heute erreiche ich meine Ziele, ich gehe Fitnessstudio, ich mache die Schule krass, ich schreibe eine gute Note, egal was, ja? Du freust dich bombastisch auf deinen Tag, okay? Kommt dein Freund zu dir, ne? Sagt, ey Bruder, mein Leben ist so scheiße. Ich habe heute in der Früh mit meinem Bruder gestritten und meine Ex hat sich gemeldet, sie fickt meinen Kopf und ich habe Liebeskummer bis zum geht nicht mehr. Und dann, du hast dir das angehört, ne? Er hat Mist in deinen Kopf gefüllt, so, pop, 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 so richtig, 2 Liter Mist in dein schönes Wasser in dein Gehirn, 2 Liter Mist, okay? Und am Ende des Tages fragst du dich, warum bin ich schlecht drauf? Was ist passiert? Ich war heute in der Früh so gut drauf, es ging mir so perfekt. Aber du vergisst, dass da ein Freund von dir gekommen ist und dich voll geplappert hat mit seinen Problemen. Du merkst es gar nicht, wie schnell deine Laune den Bach runtergeht. Und du denkst dir und fragst dich, warum habe ich heute wieder nichts geschafft? Obwohl ich so gut drauf war in der Früh. Ich war energievoll. Bam, ich hätte alles dafür, jetzt alles verbrannt. Nur für meine Folge. Kommt deine Bam, erledigt. Feuer ist weg. Deswegen, das sind Energievampire. Also, ich verstehe. Wenn du für einen da sein möchtest, cool, wirklich, es ist hilfreich. Aber denk jedes Mal für dich als erstes, okay? Es muss dir gut gehen, damit du anderen helfen kannst. Vergiss das nicht. Es funktioniert nicht, wenn es dir schlecht geht, dass du anderen hilfst. Das klappt niemals, niemals. Wenn es dir gut geht, yalla, hilf ihn 1-2 Mal, passt schon. Aber mach es ihn nicht zur Gewohnheit, dass er sich jedes Mal bei dir meldet, wenn es Scheiße gibt, ja? Mach ihm klar, dass du auch wertvoll bist. Jeder Mensch ist wert in dieser Welt. Jeder Mensch. Und jeder Mensch verdient es, auf die gute Art und Weise behandelt zu werden. Was, wenn ich als Mensch mir das von dir erwarte, dann muss ich das zuerst geben, bevor ich mir das erwarte. Sonst ist es Blödsinn. Ich kann nicht von dir erwarten, dass du mit mir Geld teilst, wenn ich es selber nicht kann.
Ich kann nicht von dir erwarten, dass du loyal zu mir bist, wenn ich es selber nicht bin. Klappt nicht, okay? Ich wollte so kurz über diese verdammten Energievampire was erzählen. Schaut's, Leute, kein Freund dieser Welt, ein Freund, ja, macht es nicht aus schlechtem Gewissen. Er macht das nicht. Er weiß es nur nicht. Ja? Er weiß nicht, was er für Schaden anrichtet, wenn er sich jedes Mal bei Problemen bei dir meldet. Er merkt das nicht. Das ist in Ordnung. Aber euch muss klar sein, dass ihr euren Wert, ja, auch klar macht, okay? Das heißt, wenn du mal keine Zeit hast, dann mach ihm's klar. Ich kann jetzt nicht, Bro. Ich muss jetzt die Welt retten zum Beispiel. Ist wurscht, was auch immer, ne? Ich muss jetzt was erledigen. Muss es machen. Geht nicht. Später, okay? Morgen, okay? Er wird das verstehen. Er wird deinen Wert schätzen. Am Anfang kann sein, sagen, schau ihn an. So ein Arschloch, er hat nie Zeit für mich. Aber nach der Zeit kommt dieser schöne Wert raus, okay? Das ist eigentlich alles, Leute. Hier die schöne Gegend. Sonntage, meine Lieblingstage. Nicht zum Faulenzen geeignet, sondern für geistliche, persönliche, psychische und physische Entwicklung. I love it. Leute, bleibt's cool. Heute komplett anderes Video. Aber scheiß drauf, ich möchte behilflich sein. Und auch wenn es lang ist, auf 4-5 Teile, Leute, teilt dieses Video, wenn ihr euren Freunden weiterhelfen wollt. Egal ob Freundin, Freund, Familie, ist wurscht, Angehörige, Geschissene, Beschissene, Nachbarn, Nachbarinnen, Schüler, Schülerinnen, Lehrer, Lehrerin, egal. Dieses Video hat verdammt nochmal Wissen, okay? Ich hoffe, ich konnte euch irgendwie wieder mal weiterhelfen, eine Art und Weise. Und ich wünsche euch den schönsten Tag eures Lebens. Jeder Tag ist wunderschön, weil jeder Tag das Beste ist. Und bedankt euch, dass ihr weiterleben könnt. Das Leben ist geil. Genießt es, wie ihr könnt. Einfach das Beste draus machen. Peace out, Leute. Nice, dass du immer noch da bist, lieber Mensch. Hoffentlich hast du uns schon abonniert. Wenn dir das Video gefallen hat, lass es uns durch einen Daumen hoch wissen. Wenn du Bock auf Musik hast, hier links findest du unseren Musikchannel. Da machen wir gratis Musik für unseren Fans. Wenn dir gerade langweilig ist, dann guck dir die vorgeschlagenen Videos an. Danke für deine Zeit, bis zum nächsten Mal. Sei ein Abo, sei ein kranker Visionär.